Servus, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Ja, im neuen Jahr beginnen wir gleich mit einem Gear-Review, beziehungsweise ich möchte euch eine Lampe vorstellen. Aber bevor ich euch die Lampe und die einzelnen Funktionen zeige, möchte ich vielleicht mal ein paar Worte zur Lampe selbst sagen, beziehungsweise ich möchte euch ein paar Infos geben, mit deren Hilfe ihr das Ganze mehr in den Kontext setzen könnt. Das, was ich euch heute zeige, ist keine Buschkraftlampe, sag ich mal. Das ist keine Lampe für den Rucksack, das ist nicht zum Weitwandern. Das ist eine Lampe, ganz ehrlich, für ein großes Vorzelt, für einen Wohnwagen, für ein Dachzelt oder aber auch eine Notfalllampe für zu Hause oder aber auch eine Gartenlampe. Aber damit nicht genug, ihr könnt die Lampe auch als Schreibtischlampe einsetzen, ihr könnt die Lampe als Notbeleuchtung für einen Stromausfall einsetzen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich diese Lampe so interessant fand. Denn ich habe immer nach einer Lampe gesucht, die ich im Falle eines Stromausfalls auch mal gut an die Decke hängen kann. Die meisten Lampenkonzepte sehen es ja vor, dass man irgendetwas auf dem Tisch stehen hat im Notfall, um irgendwas zu beleuchten. Aber sind wir doch mal ehrlich, wo hängen denn unsere Lampen? Unsere Lampen hängen alle an der Decke. Und somit habe ich irgendwas gesucht, was ich flexibel einsetzen kann, was ich mit dem Akku betreiben kann und was ich an die Decke hängen kann. Und gestoßen bin ich dabei auf die Clarus CL2. Aber bevor ich euch sage, was ich von dieser Lampe halte, schauen wir uns auch das Ganze mal genauer im Paket an. Geliefert wird die Lampe in dieser, ich würde mal sagen, Apple-typischen Verpackung. Ein bisschen Marketingbilder drauf, die wichtigsten technischen Funktionen, sprich hier ist eine 10.400 mAh. Powerbank drin, USB-C-Charging, Wasserdichtigkeit, sprich dass die ganze Lampe ist IPX5 geschützt und damit könnt ihr sie auch dann mal wirklich draußen vernünftig einsetzen. Man hat ja oft das Problem, dass viele Lampen für Outdoor konfiguriert sind, aber dann nicht wirklich Outdoor-tauglich sind. Hinten ein paar technische Daten, maximal Leuchtkraft 750 Lumen. Das ist allerdings, muss man ganz ehrlich sagen, für diejenigen, die jetzt in diesem Taschenlampen-Game drin sind, die werden jetzt ein müdes Lächeln haben und werden sagen, oh, 750 Lumen, das ist ja nicht so viel. Aber das reicht vollkommen aus, um eben irgendwie ja, euer Umfeld vernünftig und in einem sehr angenehmen Licht zu beleuchten. Die Lampe wiegt 420 Gramm und ja, das sind so die wichtigsten technischen Daten. Wenn man das Ganze dann auspackt, dann habt ihr im Inneren der Packung einmal die Lampe, die ist nochmal in so einem kleinen Stoffsäckchen verpackt. Finde ich ganz cool, wenn man es im Wohnmobil oder Auto transportiert, dass da eben nichts an die LED-Panels kommt. Und hier drin habt ihr dann nochmal einen kleinen Umkarton. Darin befindet sich ein Handbuch bzw. ein kleines Faltblatt mit den wichtigsten technischen Infos. Und ihr habt hier drin ein USB-C-Ladekabel mit einem Adapter von USB-C auf Lightning. Das heißt, gleich im Lieferumfang habt ihr die Möglichkeit, mit der integrierten Powerbank euer Android-Phone und euer iPhone zu laden. Und das finde ich schon mal ganz cool, beziehungsweise ist halt ein kleines, interessantes Gimmick, was nicht jeder Hersteller mitliefert. Die Lampe selbst sieht dann, ehrlich gesagt, ein wenig futuristisch aus. Ihr habt eigentlich nur drei wichtige Elemente. Auf der Vorderseite habt ihr hier, ich versuche es mal zu zeigen, den Ein- und Ausschalter. Ihr habt hier unten eine Taschenlampenfunktion und ihr habt hier hinter dieser Gummiabdeckung ist die Lademöglichkeit für USB-C oder USB-A, um eben eure Geräte damit zu laden oder um auch den internen Akku selbst zu laden. Interessanterweise ist der USB-C-Anschluss zum Laden und der USB-Anschluss, um andere Geräte zu laden. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn man über den USB-C hätte auch laden und entladen können. Aber das ist leider nicht möglich. Aber gut, dank dem beiliegenden Adapterkabel klappt es ja auch so. Das Konzept der Lampe selbst sieht dann folgendermaßen aus. Ihr könnt hier oben diese einzelnen Paneele, sag ich mal, stufenlos verstellen und habt jetzt quasi die Möglichkeit, die Lichtpaneele so auszurichten, wie ihr das möchtet. Das heißt, wenn ihr das Ganze so mit dem beiliegenden Haken hier, Gummihaken, aufhängt, dann könnt ihr das Ganze natürlich 90 Grad abklappen und habt so eine wunderbare Streuung des Lichts nach unten. Und hier oben habt ihr auch nochmal zusätzlich im Zentrum ein Gewinde für ein Stativ. Damit habt ihr die Möglichkeit, diese Lampe auch als Filmlicht einzusetzen oder irgendwo, wenn ihr draußen am Angeln seid oder im Vorzelt, keine Ahnung, das Ganze auf ein Stativ packen und dann je nach Stativkopf könnt ihr das Ganze noch abwinkeln. Also finde ich sehr, sehr
vielseitig einsetzbar. Ich habe die Lampe meistens in dieser Variante auf dem Tisch stehen. Natürlich hat die Lampe auch wie jede andere Lampe verschiedene Leuchtmodi, die ihr nach und nach durchschalten könnt. Dabei habt ihr drei verschiedene Warmweißstufen und eine Kaltweißstufe. Also je nachdem, was für ein Licht ihr benötigt, könnt ihr die natürlich nach und nach auch durchschalten. Für diejenigen, die sich für die exakten Farbtemperaturen interessieren, der Kaltweißbereich liegt exakt bei 6000 Kelvin und der Warmweißbereich bei 3000 Kelvin. Ich muss ganz ehrlich sagen, als die Lampe bei mir zu Hause angekommen ist, wusste ich nicht so direkt, was ich damit anfangen soll, beziehungsweise ich bin mit dem Design selbst nicht ganz so schnell warm geworden. Meine Frau war von Anfang an extrem begeistert, die findet das Ding designtechnisch absolut genial und so haben wir sie zu Weihnachten auch einfach als Tischdeko genutzt. Und ich muss sagen, das Licht, was diese Lampe macht, gefällt mir sehr gut. Und ja, wie gesagt, meine Frau war extrem begeistert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Design haltet. Es ist natürlich sehr außergewöhnlich, es ist nicht alltäglich. Aber ich muss sagen, ich hätte es noch cool gefunden, wenn man diese Flügel hier nicht nur abklappen könnte, sondern wenn man die hätte auch noch drehen können. So, ja, raumstationmäßig. Das wäre ja noch so ein Feature gewesen, was ich mir sicherlich gewünscht hätte. Aber unterm Strich haben wir hier eine solide Lampe für den Hausbereich, für den Campingbereich, mit der man mit Sicherheit nichts falsch machen kann. Die integrierte Powerbank ist beim Campen sicherlich auch ein großer Pluspunkt. Von daher, wer sich für interessante Lampenkonzepte interessiert oder wer auf der Suche nach einer Lampe ist für sein Dachzelt oder für sein Vorzelt, die nicht ganz alltäglich ist, der sollte sich die Clarus CL2 auf jeden Fall mal angucken. Link findet ihr wie unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich bald mit dem nächsten Video wieder. Ciao!